Es erreichte mich die Frage, wie schaffe ich es, mich nicht mehr von der Angst kontrollieren zu lassen? Und wir wissen ja alle, wie es ist, wenn uns große Gefühle überkommen. Ja, egal, ob das eine Wut ist, ob wir uns schämen, ob wir Angst haben oder selbst ob wir verliebt sind. Ja, in diesen erhöhten Gefühlszuständen ist es wie in einem Rausch und wir sind nicht mehr in der Lage, eine wirklich klare Entscheidung zu treffen. Ja, dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Immer wenn große emotionale Bewegungen da sind, sind wir nicht in der Lage, klare Entscheidungen zu treffen. Nochmal, das ist so wichtig, weil unser ganzes Leben besteht daraus, auf die Gefühle zu reagieren und aus den Gefühlen heraus Entscheidungen zu treffen. Wie oft hat man aus der Wut heraus etwas getan, was man später bereut hat? Nun, bei der Angst ist es nicht ganz so direkt das Feedback, was man bekommt. Man flüchtet einfach nur vor gewissen Erfahrungen und merkt gar nicht mehr, wie man in einer Art Sicherheitsbox sein Leben gestaltet, was dann halt leblos wird. Man gewöhnt sich an die Einsamkeit, an die Abgeschiedenheit und Trennung zum Leben, zu der Lebendigkeit, weil es in unserer Gesellschaft auch ja eine Art Normalzustand ist. Und da ist es nicht ganz so direkt, aber auch im Zustand des Verliebtseins, zum Beispiel, wenn die Hormone da so sprudeln, merkt man auch, wenn man mal drüber nachdenkt, ganz sachlich, trifft man ganz andere Entscheidungen als davor. So, wie geht man nun damit um, wenn man sich nicht mehr von den Gefühlen kontrollieren lassen möchte? Ja, weil so ist es wirklich, wenn man mal darüber nachdenkt, ganz objektiv, wenn man das von außen betrachtet. Wenn ich mich sehe, wie ich auf die Situation des Alltags reagiere und wie ich mit den Gefühlen umgehe, wie ich darauf reagiere, wie reagiere ich, wenn Angst auftaucht, wie reagiere ich, wenn Wut auftaucht, lasse ich mich dann von diesem Gefühl führen und treffe die Entscheidung aus dem Gefühl heraus? Und wenn ja, und ich das nicht mitkriege, dann kontrollieren mich die Gefühle, weil ich denke, ich bin die Gefühle und ich muss auf die Gefühle reagieren. So, wie geht man damit um? Der erste ganz wichtige Schritt ist, um überhaupt eine sachliche und vernünftige Entscheidung treffen zu können. Das kann ich erst, wenn ich nüchtern bin. Die Nüchternheit ist sehr, sehr wichtig. Das kann man sehr gut übernehmen von Drogenabhängigen. Ja, die sind auch nicht in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Genauso ist es auch, wenn große emotionale Bewegungen da sind, bin ich auch nicht in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen, sondern ich bin nur ist eine krasse Formulierung, aber Sklave meiner Gefühle. Die Angst kontrolliert mich, hält mich zurück. Ich bin nicht in der Lage, lebendig zu leben. Oder die Wut beherrscht mich, ich bin nicht in der Lage, vernünftig zu kommunizieren, Probleme zu lösen und hat mich sozusagen im Griff. Natürlich mit den Konsequenzen, dass ein Leben daraus entsteht, das ich nicht wirklich will, weil ich mich in dem Leben nicht wirklich wohlfühle, weil irgendwas zu kurz kommt, weil ich mir den Erfolg verbaue, weil ich die Liebe immer wieder zerstöre und mich selbst davon ablebe, das Leben zu leben, was ich eigentlich leben möchte. So ist der Zusammenhang. Deswegen ist in meiner Arbeit der Umgang, der bewusste Umgang mit den Gefühlen äußerst wichtig. Ich sage jetzt auch nicht, dass die doof sind oder so. Im Gegenteil, die Gefühle sind sehr, sehr wichtig. Ja, auch um sich im Leben zu orientieren. Aber es ist ein Bewusstseinsschritt zu erkennen, dass man nicht die Gefühle ist und dass man sich von den Gefühlen nicht leiten lassen muss, sondern das Bewusstsein ist wichtig, denn nur aus dem Bewusstsein heraus bin ich in der Lage, klare Entscheidungen zu treffen. Und wie komme ich jetzt dahin?
Nämlich das Gefühl ausfühlen lassen. Dem Gefühl zu begegnen, das Gefühl vollkommen zu erfahren, zu fühlen. Das bedeutet nicht weiter über das Gefühl nachzudenken, weil durch den Gedanken erzeugt man wieder ein neues Gefühl, sondern sich der Erfahrung des Gefühls hingeben. So, und allein hier wird man schon feststellen, wie viele Mechanismen man lebt, um Gefühlen überhaupt erst gar nicht zu begegnen. Ja? Medienkonsum, Essenskonsum, Drogenkonsum und so weiter. Es braucht also den Schritt, dem Gefühl zu begegnen. Ich habe noch keine bewusste Erfahrung von dem Gefühl gemacht, und solange ich das nicht gemacht habe, wird mich das Gefühl kontrollieren, auch auf der unbewussten Ebene. Es arbeitet in meinem Unterbewusstsein weiter. Nur weil ich es ausblende, heißt es ja nicht, dass es weg ist. Ich habe es dann halt nur ins Unterbewusstsein verdrängt, was eigentlich noch schlimmer ist, weil dann kriege ich gar nicht erst mit, wie das Gefühl mein Leben steuert. Die Lösung ist also, alles zu befreien, was im Innern ist. Und natürlich, wenn man jetzt damit anfängt, ist es nicht schön, weil man da vielleicht auch vieles nicht sehen will, aber es ist der einzige Weg, wenn du die absolute Freiheit haben möchtest. Denn sobald ein Gefühl befreit worden ist, indem du es einfach nur zugelassen hast, das bedeutet im Innern fühlen, das bedeutet nicht, es irgendwie auszuagieren, in eine Handlung zu gehen, das ist nicht fühlen. Ja? Fühlen bedeutet, dass du die Wahrnehmung im Innern, also alles, was innerhalb deiner Haut ist, machst und dort das Gefühl vollständig erfährst. Wenn du die Angst zulässt, die Wut, das Kochen zulässt, ja, ohne den anderen umzubringen, sondern im Innern das Kochen vollkommen zulässt. Und das kann man auch mit der Freude machen. Man kann die Freude im Innern noch so viel mehr erfahren, wenn man die Augen schließt und das Prickeln und das Vibrieren im Innern zulässt. Es kann sich ausbreiten. Ja? Also hier kann man ganz neue, tiefere Erfahrungen mit den Gefühlen machen. Natürlich, wenn man jetzt Freude erfährt und der erste Impuls ist zu tanzen, zu lachen, Freunde anzurufen, also wieder in eine Aktion zu gehen, dann trägt man diese Energie nach außen. Aber der Urgrund ist nicht gelöst. Und gut, bei der Freude gibt es jetzt nicht groß zu lösen. Aber vor allen Dingen bei Wut und bei Angst, die Dinge wiederholen sich. Solange wir den Urgrund nicht erfahren haben, wiederholen sich die Dinge. Und wenn ich immer nur ausagiere, komme ich nie an die tieferen Schichten vor. Und ich lebe in einer Wiederholungsschlaufe, die Dinge werden mir immer wieder passieren. Die Lösung ist es also, sich nach innen fallen zu lassen, dem Gefühl vollständig zu begegnen, und dadurch kann das Gefühl ausklingen und dadurch komme ich in einen neutralen, klaren, nüchternen Zustand, wo ich gleichzeitig auch eine neue Erkenntnis über mich gewinne. Das geschieht ganz automatisch, da muss ich gar nichts für tun. Ich werde eine neue Erkenntnis über mich haben, über die Zusammenhänge mit dem Gefühl, und ich werde eine tiefere Verbindung zu meinem wahren Kern haben, weil die Gefühle auch nur eine temporäre Bewegung sind, die durch mich fließen, die ich aber nicht bin. Ja, und sobald ich diese Bewegungen ausklingen lasse, begegne ich mir selbst, und aus diesem Zustand heraus bin ich also auch in der Lage, wieder klare Entscheidungen zu treffen. So, und wie macht man das, um dem Gefühl vollständig zu begegnen und es zu erfahren? Hier die Kurzanleitung, kann ich mal kurz weitergeben. Du schließt die Augen, setzt dich bequem hin, lässt den Atem durch den geöffneten Mund fließen, entspannst den Körper vollständig und konzentrierst dich auf deine Stimmung, auf dein inneres Fühlen, auf das Gefühl, was da ist, und versuchst eben nicht wieder in Gedanken zu gehen. Das bringt dich nicht weiter, sondern es ist eine Übungssache, bei dem Gefühl zu bleiben und dich dem Fühlen hinzugeben. Da gibt es
unzählig tausende Blockaden, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil wir Menschen eben auch Angst vor den Gefühlen haben, weil wir Angst davor haben, die Kontrolle loszulassen, weil wir Angst davor haben, dem Unbekannten zu begegnen, uns fallen zu lassen nach innen. Das ist etwas, was wir bisher noch gar nicht gemacht haben. Auch aus der Sicht der Evolution. Wir hatten bisher noch nicht die Möglichkeit dazu. Aber jetzt haben wir es und können uns diesem spannenden Weg der Selbsterforschung widmen. Weil das Ganze nicht so leicht ist, biete ich eben auch Seminare an, biete ich Online-Kurse an. Einer ist zum Beispiel der Gefühlskurs. Den findest du unter lebeblog.de/k2. Und wie gesagt, auf allen Seminaren wird das Thema Gefühle auch behandelt. Die Termine findest du auf eliasfischer.de und auf dieser Seite findest du auch den Link für ein persönliches Erstgespräch, falls du Lust hast, intensiver zu wachsen in Form einer persönlichen Zusammenarbeit, um dann die notwendigen Werkzeuge zu lernen, damit das Ganze ja schneller vorangeht, du schneller wachsen kannst und auch schneller in die innere Klarheit kommst, ohne im Dunkeln zu tappen, sage ich jetzt mal. So, ich hoffe oder ich weiß, dass dir dieses Video weitergeholfen hat, ja, um mehr Klarheit zu gewinnen, wie du dich nicht mehr von einem Gefühl kontrollieren lassen kannst, ja, durch das erstmal beobachten, wahrnehmen und durchfühlen. Das ist der ganz wichtige Schritt, der auch in vielen Meditationsformen missachtet wird. Da bleibt man im Beobachten, aber tatsächlich ist das Durchfühlen, das Loslassen, das, was die wahre Freiheit bringt. Und ja, dann kommt Frieden, Liebe, Klarheit und du weißt, was wirklich zu tun ist.